Es begann, als wir den Sternen in der Dunkelheit zuriefen. Wir fühlten uns so winzig, durch eine gewaltige Leere stürzend, während wir uns an der Oberfläche unserer Welt festklammerten, ohne einen einzigen Grund warum. Wir waren neugierig, ja, aber letzten Endes denke ich, dass wir einfach nur fürchterliche Angst hatten. Und wir waren jung, so verdammt jung. Wir waren Kinder, und wie ein einsames, verlorenes Kind taten wir das Einzige, wovon wir glaubten, es würde es stoppen. Wir taten, wovon wir glaubten, wir müssten es tun, damit das Universum Sinn machen würde. Wir riefen nach Hilfe. Jahrelang suchten wir den Himmel nach einem Zeichen ab. Wir sendeten Signale zu den Sternen in der Dunkelheit, jenseits des Himmels. Sind wir alleine? Aber der Himmel war ruhig, immer so ruhig, uns unserem eigenen Tun überlassend. Aber Kinder geben niemals auf, und so taten auch wir es nicht. Wir sendeten Rufe in jeden Winkel des Weltraums, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Wir weigerten uns daran zu glauben, dass niemand dort draußen war. Da musste etwas sein. Dennoch, aus irgendeinem Grund, antwortete niemals jemand. Jeder erinnert sich daran, als sich das änderte. Sie glauben, dass es auf die Arecibo-Nachricht von 1974 antwortete. Die Antwort auf die Nachricht kam vor ungefähr 3 Monaten, in 2 separaten Teilen an. Der erste Teil der Nachricht wurde im Head Creek Radio Observatorium in Kalifornien empfangen. Das Allen Telescope Array empfing etwas, das sich wie eine statische Störung, die über 1 Stunde andauerte, anhörte. Es bestand aus unverständlichen Kreisch- und Summgeräuschen, die pausenlos die gesamte Stunde andauerten. Die Bedeutung dieser Nachricht wurde nie entschlüsselt, wenn es überhaupt eine Bedeutung gab. Das Einzige, was wir wussten, war, dass das ursprüngliche Signal irgendwo aus der Herkules-Konstellation nahe Messier 13 kam. Als das Signal stoppte, begann die wirkliche Nachricht. Wir traten an jenem Tag in Kontakt und uns wurde eine Frage gestellt. Wer ist dort? Es kam nicht aus den Radios, sondern als Stimme. Eine Stimme in all unseren Köpfen, die die Frage an uns alle stellte. Ich hörte es, meine Frau hörte es, die Jungen hörten es und die Alten hörten es. Selbst die Tauben hörten es. Jeder, überall, hörte die Stimme die Frage in ihren Köpfen wispern, in allen Sprachen der Erde. Ich erinnere mich beinahe zu deutlich daran. Es fragte in dieser vertrauten, doch unbeschreiblichen Stimme, die immer in meinem Kopf ist. Es war wie einer meiner eigenen Gedanken, der abtrünnig wurde und sich dazu entschlossen hatte, direkt zu mir zu sprechen. Die Welt schien zu stoppen, als jeder darauf wartete, was als nächstes passieren würde. Wo seid ihr? Diese bedeutsame Frage schien noch Stunden in unseren Köpfen zu verweilen. Dann für Tage und dann für Wochen. Jener Tag änderte alles. Es gab von Anfang an die Zweifler und die Heiligen, die behaupteten, Gott hätte zu uns allen gesprochen und dass es nun an der Zeit war, Buße zu tun. Es gab die, die behaupteten, sie würden nichts hören. Und die, die behaupteten, dass die Außerirdischen ihnen geheime Botschaften verraten hatten. Und natürlich gab es die, die wahrhaftig daran glaubten, dass wir zum ersten Mal von einer außerirdischen Rasse, die unserer glich, kontaktiert worden waren. Einer, die kommunizieren konnte, die uns aus der Dunkelheit führen würde. Wir lagen falsch. Wir haben nie mit außerirdischem Leben Kontakt aufgenommen. Zumindest in keiner Weise, die für Menschen verständlich oder wahrnehmbar wäre. Die Sterne sind gewaltig. Und in ihrer Weite haben unsere Stimmen die Ohren von etwas wahrlich Unbegreiflichem erreicht. Etwas Hungrigem und Bösartigem. Der Stimme. Wir realisierten unseren Fehler, als die Erde begann zu ächzen. Unter unseren Füßen, überall, schien die Erde zu stöhnen. Das gedämpfte Geräusch erschütterte den Staub und den Dreck unter uns. Niemand wusste, was es verursachte. Zumindest nicht, bis die Rufe wieder begannen. Die Friedhöfe schrien. Mit einem Mal hatten die Toten begonnen zu schreien. Jeder verstorbene Mann, jede Frau und jedes Kind drehte sich in ihren Gräbern um. All die Tiere taten es ihnen gleich. Jeder Hund, jede Katze, alles, was jemals auf dieser Erde gewandelt war,
Die Klageschreie der uralten Wale erschütterten die Meere und das schrille Kreischen der Vögel echote in den Wäldern. Die Särge bebten und die Leichenhallen heulten auf. Die Stimmen erstarben zugleich, die Welt in einem Augenblick in tiefer Stille hinterlassend. In ihrer Abwesenheit erfüllte ein neuer Klang die Luft. Die Stimme kehrte zurück. Ich höre euch. Es kam als Geflüster von hinten. Eine ominöse, jedoch merkwürdig verspielte Präsenz, die sich so nah anfühlte, doch in Wirklichkeit so weit entfernt war. Es ließ uns für eine Minute die Stille einatmen, bevor es uns ein Versprechen gab. Ein Versprechen, von dem wir alle wussten, dass es sich bewahrheitet. Ich komme. Die Stimme war verschwunden und die Luft erneut erfüllt von Geschrei. Dieses Mal kam sie von den Lebenden. Nachdem die Stimme verschwunden war, waren wir auf uns allein gestellt. Millionen brachen in Panik aus, als in den Straßen das Chaos herrschte. Viele würden in dieser Nacht durch Gewalt und Schüsse sterben. Sie würden bald als die Glückseligen gelten, während der Rest von uns verdammt war. Wir konnten nur warten. Die schreienden Toten waren nur einer der Nebeneffekte, die wir spürten, als die Stimme sich näherte. Je näher es kam, desto stärker fühlten wir es. In der Nacht nach den Schreien bemerkten wir zum ersten Mal, dass die Sterne bluteten. Ein Teil des westlichen Himmels färbte sich schwarz, schwärzer als die Nacht. Es war nur deshalb wirklich sichtbar, weil sich ein Ring aus Sternen darum befand. Das Licht dieser Sterne hatte sich rot gefärbt und sie schien überall in den Himmel zu bluten, wie Lebensmittelfarbe, die in Wasser tropfte. Ihr Licht wirbelte und umflutete die Ecken einer unsichtbaren Masse. Da wusste ich, dass ich in das Gesicht der Stimme sah. Unsere Wissenschaftler behaupteten, dass da nichts war und dass ihr Radar und ihre Scans nichts anzeigten. Ihre Teleskope konnten nichts als Dunkelheit in diesem Bereich des Weltalls sehen. Dennoch war der Beweis direkt vor unseren Augen, als der Ring aus Dunkelheit größer wurde und mehr Sterne in den Himmel bluteten. Wir sahen es kommen. Mit jeder vergangenen Nacht würde sich der schwarze Fleck weiten und mehr Sterne würden verzerrt und um ihn herum bluten. Während des Tages würde uns eine neue Hölle begrüßen. Die Nebeneffekte verschlimmerten sich. Der Tag brachte immer etwas Neues. Ich bin mir sicher, dass das meiste, das geschah, unerzählt und unerkannt bleiben würde. Die Tiere begannen zu verschwinden, allesamt. Keine Fährten, Spuren oder Körper wurden zurückgelassen. Haustiere würden weglaufen, einige sogar gewaltsam. Sie alle zogen sich zurück und waren nie mehr gesehen. Die Wälder waren verlassen, die Ozeane leer und die Luft war still. Die verbliebene Welt schien leer und einsam. Sie zogen sich zurück wie das Wasser vom Ufer direkt vor dem Eintreffen des Tsunamis. Eines Tages, vor ungefähr 2 Wochen, versuchten Wissenschaftler erneut mit der Stimme zu reden. Sie hofften, dass sie vielleicht vernünftig mit ihr reden konnten. Sie erzählten ihr, was auf unserer Erde geschah und stellten Fragen. Die Wissenschaftler bettelten. Sie sprach nicht. Als sie »Was willst du?« gefragt wurde, schickte die Stimme eine Antwort. In den nächsten Nächten erhellten Streifen aus Feuer den Himmel. Er stand stundenlang in Flammen, geschmückt in Orange und Rot. Wir bemerkten die Effekte erst am nächsten Tag, als alle Fernseher ein statisches Bild zeigten und die Telefone ihren Dienst versagten. Wir hatten gesessen, als alle Satelliten aus dem Himmel gefegt worden waren. Danach wurden Berichte zu Gerüchten und Anzeichen. Gesunder Menschenverstand war Vergangenheit. Die Luft kühlte sich ab und erdrückte uns. Die Stimme war beinahe hier und jeder spürte es. Nach dem Fall der Satelliten regnete es für 1 Woche. Der Regen war salzig und von unbekanntem Schmutz verunreinigt, der das Gras schwarz färbte. Vielleicht hinterließen die Satelliten etwas im Himmel, als sie ihn trafen. Das weiß niemand so genau. Alles, was wir wissen, ist, dass er aus Wolken fiel, die schwarz wie Kohle waren und die Sonne befleckte wie flüssige Asche. Dunkelheit überkam uns tagelang. Als die Wolken verschwanden, war der Himmel leer. Da waren keine Wolken, doch hing der Himmel tief und grau. Wenn die Sonne irgendwo am Himmel war,
machte sie sich nicht bemerkbar. Selbst sie hatte uns verlassen. Jeder Tag wurde langsam dunkler und dunkler, bis die Nacht und der Tag nahezu dasselbe wurden. Manche Menschen würden später behaupten, dass sie Dinge in der Dunkelheit gesehen hätten. Kreaturen mit schlaksigen Gliedern und krummen Gesichtern, die sich am Rande ihrer Wahrnehmung befanden. Es waren große, weiße Kreaturen, die durch ihre durchsichtige Haut gemausert oder verrottet erschienen. Die Erscheinungen würden nur für 1 oder 2 Sekunden andauern, bevor sie ohne Spur verblassten. Einige glaubten, dass dies der erste Schritt einer Invasion Außerirdischer war. Aber der Rest von uns wusste nicht, was er glauben sollte. Wir wussten lediglich, dass es nichts derart Einfaches oder Harmloses war. Es mussten Halluzinationen sein, noch mehr Wahnsinn zum Ertragen. Aber letztlich so ungefährlich wie alles andere. So ungefährlich wie die Schreie der Toten, die vermissten Tiere und der sterbende Himmel. Die Erscheinungen begannen langsam in ihrer Dauer und Anzahl zu wachsen. Ich denke, jeder sah sie mindestens einmal. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand jemals erraten würde, warum sie wirklich hier waren. Einige, die einen guten Blick auf sie gehabt haben, beschrieben ihr Aussehen als schwermütig oder traurig. Einige behaupteten sogar, dass die Kreaturen sie in der Nacht behüteten. Und andere behaupteten, dass es so schien, als würden sie Mitleid mit ihnen haben. Einer behauptete, eine gesehen zu haben, die mit über dem Kopf gefalteten Händen auf dem Boden kniete. Er sagte, sie würde für uns beten. Gebete waren keine Hilfe. Die Kirchen und Andachtsstätten, die uns für eine so lange Zeit geteilt hatten, scheiterten letztlich daran, uns Hoffnung zu bringen. Die Stimme ließ sie für einige Zeit beten und betteln. Doch vor wenigen Tagen beendete die Stimme all dies. Niemand stellte in Frage, warum, da an diesem Punkt nichts, was noch passierte, irgendjemanden überraschte. Doch am finalen Tag brannten alle Bücher der Verehrung. Jede einzelne Bibel, jeder Koran, alles. Die Menschen eilten in ihre Zentren des Glaubens, doch sie fanden keinen Trost. Die Kirchen und Tempel erlitten dasselbe Schicksal, wenn nicht schlimmer. Die Menschheit war auf sich alleine gestellt, verlassen von ihren größten Hoffnungen. Es gab Gerüchte von Kirchen auf der ganzen Welt, mit Wänden geformt aus den Körpern derer, die Zuflucht suchten. Sie waren mit den Wänden verschmolzen, gefangen wie Fliegen in einem Spinnennetz. Sie starben, noch immer um Hoffnung flehend. Aber sie waren jenseits von Gottes Hilfe. Der Rest von uns hatte gelernt, mit dem Beten aufzuhören. Wir warteten. Die letzte Nachricht kam. Von jenseits des Himmels kam sie auf uns herab. Die Stimme hallte wieder und sie sprach die schlichte Wahrheit. Ich bin hier. Da ist eine Dunkelheit hinter dem Horizont, die man so noch nie zuvor gesehen hat. Es bringt die Schreie zahlloser Seelen mit sich. Und es bewegt sich schnell. Nun sterben die Sterne und ich weiß, dass sie niemals mehr erblickt werden. Das Licht stirbt so schnell. Ich hinterlasse dies nicht als Warnung. Nein, dafür ist es bereits zu spät. Stattdessen ziehe ich in Betracht, dass dies die letzte Erkenntnis ist, die die Menschheit jemals erlangen wird. Denn einst fragten wir uns, ob wir alleine und verloren, doch nie, ob wir sicher und versteckt waren. Das Universum ist unendlich und unser Verständnis war um einiges beschränkter. Wir hätten niemals nach der Dunkelheit rufen sollen. Stattdessen hätten wir uns an das Licht klammern sollen und unsere Augen immer dann schließen, wenn wir uns der Leere zuwandten. Als die letzten Minuten anbrachen, war ich mir der einen endgültigen Wahrheit bewusst. Ich weiß nun, warum der Himmel immer so ruhig war.